TX41 5G Probleme und wie man sie löst. TX41 5G Akku entlädt sich schnell, so beheben Sie das Problem. Verringern Sie die Helligkeit auf den TX41 5G. Der Telefonbildschirm ist einer der Sektoren, der die meiste Batterieleistung verbraucht. Der Batteriezustand kann schwach sein. Um den aktuellen Status Ihres Telefonakkus zu erfahren, öffnen Sie den Dialog Ihres Telefons und geben Sie Raute 4636 ein. Tippen Sie nun auf das Symbol Batterieinformationen. Überprüfen Sie von hier aus, ob der Batteriezustand gut ist oder nicht. Manchmal vergessen wir, die Datennetzwerk, Wi-Fi, Bluetooth und GPS-Einstellungen auszuschalten, und Sie entladen den Akku im Hintergrund. Daher sollten diese Einstellungen deaktiviert werden, wenn sie nicht benötigt werden. Deaktivieren Sie unnötige Telefonanimationen, Schrägstrich-Effekte und Live-Hintergründe und halten Sie die Benutzeroberfläche einfach. Schließen Sie alle Hintergrundanwendungen. Manchmal drücken wir die Home-Taste unseres Android-Telefons, wenn wir einige Apps/Spiele schließen möchten. Aber es ist notwendig, es zu schließen, indem Sie die Anwendung beenden oder die Zurück-Taste verwenden. Verwenden Sie auf dem TX41 5G die Lite/Low-Versionen verschiedener Apps wie Facebook Lite und Instagram Lite. Führen Sie Spiele mit niedrigen bis mittleren Grafikeinstellungen aus. Halten Sie die Firmware und Apps auf Ihrem TX41 5G auf dem neuesten Stand, um Probleme und Fehler im Zusammenhang mit der RAM-Verwaltung zu beheben. Verwenden Sie ein dunkles Design für die Benutzeroberfläche und Apps. Hilft, Batterie zu sparen und die Belastung der Augen zu reduzieren. Deinstallieren Sie Apps/Spiele, die Sie nicht verwenden. Viele Apps und Spiele laufen im Hintergrund und verbrauchen viel Akkuleistung. Verwenden Sie den Energiespar/Batteriesparmodus. Verwenden Sie nur genehmigte Apps/Spiele von Google Play. Versuchen Sie, nicht verifizierte Apps/Spiele von Drittanbietern zu vermeiden, die unnötigen Akkuverbrauch verursachen können. Überprüfen Sie, ob ein Problem mit dem Telefonakku, Überhitzung oder aufgeblähter Akku vorliegt. Starten Sie jetzt Ihr TX41 5G Smartphone neu. TX41 5G Überhitzungsprobleme, so beheben Sie es. Verwenden Sie das TX41 5G in einer Umgebung mit moderaten Temperaturen. Vermeiden Sie es, das Telefon in direktem Sonnenlicht zu verwenden. Versuchen Sie festzustellen, ob der Akku Ihres Telefons normal ist oder nicht. Stellen Sie beim Spielen sicher, dass Sie die Grafikeinstellungen für das Spiel verringern. Vermeiden Sie es, das Telefon während des Ladevorgangs zu verwenden. Verwenden Sie für das TX41 5G nur das Originalladegerät. Deinstallieren Sie alle Apps, die viel RAM verwenden, während sie im Hintergrund ausgeführt werden. Versuchen Sie, Ihre Handyhülle zu entfernen und sie bei Bedarf durch eine belüftete Hülle zu ersetzen. Halten Sie Ihr Telefon auf dem neuesten Stand, damit alle Firmware-Fehler behoben werden können. Möglicherweise müssen Sie jetzt der TX41 5G neu starten oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Verringern Sie die Qualität der Videos, die Sie sich ansehen. Schalten Sie 4G/LAN/Bluetooth/GPS-Daten aus, wenn Sie sie nicht benötigen. TX41 5G Netzwerkprobleme, so beheben Sie sie. Versuchen Sie, jetzt der TX41 5G neu zu starten. Entfernen Sie die SIM-Karte und legen Sie sie erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, kaufen Sie eine neue SIM-Karte. Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte oder der SIM-Kartenhalter beschädigt sind. Gehen Sie zu den Netzwerkeinstellungen und prüfen Sie, ob die ausgewählte SIM-Karte aktiviert ist. Wenn der Flugmodus versehentlich aktiviert ist, deaktivieren Sie ihn. Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Gerät ein und prüfen Sie, ob der Netzanbieter in Ihrer Nähe genügend Netzabdeckung hat. Die Mobilfunkantenne des Telefons ist möglicherweise beschädigt. Setzen Sie die Appeneinstellungen auf dem TX41 5G zurück und wählen Sie den Standard-App. Versuchen Sie, den bevorzugten Netzwerktyp auf automatisch zu ändern. Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk verwenden, stellen Sie sicher, dass der Wi-Fi-Zugangspunkt über eine ordnungsgemäße Internetverbindung verfügt. TX41 5G-Apps funktionieren nicht richtig, so beheben Sie das Problem.
Versuchen Sie, die App neu zu installieren, die nicht richtig funktioniert. Überprüfen Sie, ob Sie genügend Speicherplatz auf dem CX41 5G haben oder nicht. Versuchen Sie, unerwünschte Anwendungen zu entfernen. Einige Apps und Spiele erfordern spezielle Berechtigungen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass Sie über diese Berechtigungen verfügen. Einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine aktive Datenverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass der Play Store die heruntergeladene App verifiziert. Löschen Sie die App und laden Sie sie erneut aus dem App Store herunter. Suchen Sie im Google Play Store nach dem neuesten Update für Ihre App. Malware oder Viren auf Ihrem CX41 5G können auch für den Missbrauch der Anwendung verantwortlich sein. Ihr Telefon kann die App absichtlich schließen, wenn ein Problem mit der Überhitzung Ihres Telefons auftritt. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht zwei oder mehr Apps gleichzeitig verwenden. Manchmal kann die Android-App-Datei, die häufig von Websites heruntergeladen wird, während der Installation beschädigt werden. Versuchen Sie erneut, die Datei herunterzuladen. Überprüfen Sie, ob Ihre Android-Version mit der App kompatibel ist. CX41 5G LAN-Probleme langsam und Verbindungsabbruch, so beheben Sie das Problem. Gehen Sie zu Einstellungen Wi-Fi Einstellungen wählen Sie den Wi-Fi-Namen tippen Sie auf die Option Vergessen und verbinden Sie sich erneut. Versuchen Sie zu überprüfen, ob das Problem durch den Energiespar-Batteriesparmodus verursacht wird. Beachten Sie, dass die Batterieoptimierung in Android Auto und Google Play Services deaktiviert ist. Überprüfen Sie, ob Ihr CX41 5G eine Überhitzungswarnung empfängt, während es mit einer Wi-Fi-Verbindung verbunden ist. Versuchen Sie, Ihr CX41 5G im abgesicherten Modus zu starten, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter-App keine Probleme verursacht. Versuchen Sie, Ihr CX41 5G im abgesicherten Modus zu starten, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter-App keine Probleme verursacht. Sie können versuchen, das Problem mit der LAN-Verbindung zu beheben, indem Sie die LAN-Standard-Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Wi-Fi-Probleme können auch überwunden werden, indem Sie das neueste Firmware-Update auf Ihrem CX41 5G installieren. Wenn das Problem aufgetreten ist, als Sie Ihre Android-Version auf die neue Version aktualisiert haben, sind möglicherweise einige Fehler im Update aufgetreten. In diesem Fall können Sie auch überprüfen, ob das LAN normal funktioniert, indem Sie Ihre Android-Version herunterstufen. Versuchen Sie, vom 5 GHz LAN-Band zum 2,4 GHz LAN-Band zu wechseln. Manchmal ist Ihr LAN-Router auch Viren oder Malware ausgesetzt. Möglicherweise müssen Sie auch Ihr CX41 5G und Ihren LAN-Router neu starten. CX41 5G-Kamera funktioniert nicht. So beheben Sie das Problem. Schließen Sie die Kamera ab und öffnen Sie sie nach einiger Zeit erneut. Es kann auch erforderlich sein, das Telefon neu zu starten. Das Betriebssystem Ihres Telefons muss auf dem neuesten Stand sein und die neuesten Updates für Ihr Telefon installiert haben, falls verfügbar. Versuchen Sie, das Telefon im abgesicherten Modus zu starten und prüfen Sie, ob die Kamera ab funktioniert. Entfernen Sie alle Kamera-Apps von Drittanbietern und probieren Sie die Kamera-App aus. Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon über genügend Speicherplatz verfügt. Versuchen Sie, die Kameraeinstellungen auf die Standardeinstellungen zu ändern. Sie können auch versuchen, den Cache der Kamera-App und die Benutzerdaten aus den Einstellungen zu löschen. Möglicherweise müssen Sie Ihr CX41 5G auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um kamerabezogene Probleme zu beheben. Versuchen Sie, den Sucher und die Hardware zu überprüfen, ob sie in gutem Zustand sind. CX41 5G lässt sich nicht einschalten, so beheben Sie das Problem. Das Gerät ist möglicherweise bereits eingeschaltet, aber die Benutzeroberfläche funktioniert nicht. In diesem Fall können Sie einen Neustart erzwingen, indem Sie die Ein-Schrägstrich-Aus-Taste mindestens 20 Sekunden lang gedrückt halten. Die Batterie ist möglicherweise leer. Schließen Sie jetzt der CX41 5G an ein Ladegerät an und versuchen Sie dann, das Gerät einzuschalten. Auch das Ladegerät muss korrekt angeschlossen sein.
Wenn nach dem Anschließen des Ladegeräts das Batteriesymbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät aufgeladen wird. Sie sollten mindestens 15 Minuten warten und dann versuchen, neu zu starten. Wenn Zubehör an Ihrem Gerät angebracht ist, Z.B. Hülle, Ladegerät und Kopfhörer, decken Sie die Sensoren ab, entfernen Sie alle und schalten Sie sie dann wieder ein. Manchmal funktioniert auch der Netzschalter des Telefons nicht richtig. Dann wird es eine ziemliche Herausforderung, das Telefon wieder zum Laufen zu bringen. Minus wenn das Problem weiterhin besteht, müssen Sie in diesem Fall möglicherweise das App-Tool verwenden und versuchen, jetzt den X41 5G mit Hilfe eines Computers neu zu starten. Versuchen Sie zu überprüfen, ob der Akku des Telefons beschädigt ist. Wenn alle anderen Methoden fehlschlagen, sollten Sie schließlich jetzt den X41 5G auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie in den Wiederherstellungsmodus wechseln. X41 5G eingefrorener Bildschirm, so beheben Sie das Problem. Sie müssen alle Apps auf Ihrem Telefon aktualisieren. Wenn ein Software-Update auf Ihrem Telefon ankommt, sollten Sie es auch aktualisieren. Löschen Sie die Cache-Daten aller Apps auf Ihrem Telefon. Wenn Ihr Telefon mit diesem Verfahren nicht repariert werden kann, setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. X41 5G schwarzer Bildschirm, so beheben Sie das Problem. Verursacht der schwarze Bildschirm ein Problem mit Ihrer Benutzererfahrung? Lass es uns reparieren. Wie behebt man das Problem mit dem schwarzen Bildschirm auf dem X41 5G? Starten Sie zunächst Ihr Telefon neu. Zweitens, wenn das Problem hauptsächlich beim Öffnen einiger Apps auftritt, dann installieren Sie die App und starten Sie Ihr Telefon erneut. Häufige Begegnungen mit schwarzem Bildschirm können ein Softwareproblem sein, stellen Sie sicher, dass Sie die Software auf die neueste Version aktualisieren. Starten Sie Ihr Telefon nach dem Update neu oder formatieren Sie es. Wenn das Problem dauerhaft ist, müssen Sie das Gerät zum Service bringen, da dies eine physische Beschädigung des Bildschirms sein könnte. X41 5G läuft langsam, wie man es behebt. Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie nicht verwenden, wenn Sie das Gerät verwenden. Sie können dies tun, indem Sie auf die Schaltfläche Apps wechseln drücken, normalerweise ganz links auf dem Gerät. Minus Sie können die Anwendungen schließen, indem Sie die Anwendungsfenster nach oben oder unten verschieben. Ein Neustart des X41 5G kann auch dazu beitragen, alle unnötigen Hintergrundprozesse zu schließen. Entfernen Sie alle Bloatware und nicht verwendeten Apps/Spiele. Viele Apps laufen im Hintergrund und verbrauchen Ihren Arbeitsspeicher und füllen auch Ihren Speicherplatz auf. Versuchen Sie, alle Software und Apps Ihres Telefons auf dem neuesten Stand zu halten. Manchmal verlangsamen auch Bugs oder Fehler in den Apps die Leistung Ihres Geräts. Updates beheben normalerweise Fehler. Versuchen Sie, leichtere Versionen vieler alltäglicher Apps zu finden, wie zum Beispiel, -Instagram Lite und Facebook Lite. Minus diese Anwendungen haben keinen großen Einfluss auf den Telefonspeicher. Minus Google hat auch eine eigene Reihe von Apps veröffentlicht, die eine geringe Speichernutzung erfordern. Z.B. Google Go, Google Map Go, Gallery Go. Wenn beim Ansehen eines Videos Verlangsamungsprobleme auftreten, verringern Sie die Videoqualität, damit es sich öffnet und reibungslos abspielt. Überprüfen Sie, ob Ihr Android-Gerät mit der aktualisierten Version des Betriebssystems und seinen Updates kompatibel ist. App-Verlangsamungen können auch auftreten, wenn Sie oder das Android-System der App-Berechtigungsbeschränkungen auferlegt haben. In diesem Fall müssen Sie die App entfernen und neu installieren. Versuchen Sie, den Batteriesparmodus zu deaktivieren, falls er aktiviert ist. Deaktivieren Sie das Live-Hintergrundbild und alle Designs von Drittanbietern und verwenden Sie die mit dem Telefon gelieferte Benutzeroberfläche. Manchmal scheinen Apps aufgrund einer schlechten Internetverbindung langsam zu sein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon über eine ordnungsgemäße Internetverbindung verfügt. Versuchen Sie, das Telefon nicht zu benutzen, während Sie Spiele spielen oder das Telefon aufladen. Deaktivieren Sie außerdem UI-Animationen/Effekte, die Strom und Ressourcen verbrauchen und Ihr Gerät langsam machen. Vermeiden Sie am besten die Verwendung der Apps Rambuster oder File Cleaner. Minus diese Anwendungen sind nutzlos.
Es stört das Android-Framework und zwingt Hintergrund-Apps zum Stoppen. Minus, wenn das Android-System die Aufgaben neu startet, werden viele Ressourcen verbraucht, wodurch das Telefon verlangsamt wird. TX41 5G fährt willkürlich herunter, so beheben Sie das Problem. Das Telefon schaltet sich möglicherweise automatisch aus, wenn Ihre Umgebungstemperatur zu hoch ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon in einer kalten Umgebung verwenden. Entfernen Sie alle anderen Zubehörteile wie Hülle, Ladegerät, Kopfhörer und so weiter vom Telefon und versuchen Sie, den Hauptschuldigen zu finden. Entfernen Sie alle Designs von Drittanbietern und verwenden Sie nur die Benutzeroberfläche von TX41 5G. Starten Sie jetzt TX41 5G im abgesicherten Modus und prüfen Sie, ob Apps von Drittanbietern das Problem verursachen.